Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die schon laufende Woche. Und ich habe jetzt 4 Tage Seminar gegeben, war sehr intensiv drin, sehr beschäftigt auch und komme daher erst heute Morgen, hier am Montagmorgen dazu, euch das ein frisches Engel-Orakel für die Woche zu geben. Und bin so ein bisschen auch ganz positiv berührt im Herzen von der ganz liebevollen Art und Weise, wie wir hier die Botschaft diesmal bekommen. Und zwar schwerpunktmäßig von den Einhörnern. Die Einhörner wollten unbedingt durchkommen und eine Botschaft für euch kredenzen. Natürlich in Kombination wieder mit anderen Botschaftsüberbringern, unter anderem dem Mond. Und ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil die Botschaft ist in sich selbst so schön und liebevoll und stimmig. Und hoffentlich auch nochmal eine schöne Motivation für euch da draußen. Und ich bedanke mich auch da immer nochmal für die Mails, die ich von ganz vielen von euch bekomme, die zeigen, wie motiviert ihr seid, durch das Engel-Orakel seit vielen Jahren euren Weg zu gehen, dem Weg treu zu bleiben, an euch zu arbeiten, natürlich da auch Richtungen zu finden, auch inhaltliche Erklärungen zu bekommen, was gerade los ist. Auch das wird häufig genannt. Das freut mich natürlich, dass ich da wirklich oft mit den Botschaften richtig liege, die richtigen Worte finde, sodass ihr merkt, aha, das soll ich hier für mich erkennen oder kann ich hier draus lernen. Das ist wunderbar. Und ich glaube, dieses Orakel ist auch nochmal vielleicht ein Lerneffekt, aber auch nochmal eine starke Motivation, wirklich an euch zu glauben. Ja, und bevor wir natürlich in die Hauptbotschaft gehen, schaut bitte nochmal selber auf die individuellen Botschaften, die hier vor euch liegen. Ihr könnt natürlich gemäß der Kartendecks auswählen. Ihr könnt auch anhand der Glitzereier auswählen. Hier ist das rosa Glitzerei, links in der Mitte ist das weiße Glitzerei und rechts haben wir das bronzefarbene Glitzerei für euch. Wählt anhand des Eis oder der Karten jetzt aus, was eure individuelle Botschaft zu diesem Thema ist. Und wenn ihr dazu länger braucht, haltet das Video ruhig kurz an, damit ihr wirklich Ruhe habt, Zeit habt, reinzuspüren, was ist heute die Nachricht für euch. Und ich fange dann schon mal mit der ersten Karte an, die von den Einhörnern kommt, wie gesagt. Und es geht in dieser Woche um verborgene Talente. Und diese Karte hat so eine Energie, das ist so Wahnsinn, weil es gerade auch nochmal zu mir kam. ihr seht, das ist was ganz Göttliches. Wir haben einmal hier dieses Einhorn, was da rechts zur Tür reinkommt, auf einen Speicher. Ja, ihr seht vielleicht, dass das ein Speicher ist, so würde ich das nennen. Es scheint unterm Dach zu sein. Ja, manchmal sind das so die vergessenen Orte, wo wir irgendwas hingepackt haben vor Jahren oder Jahrzehnten, was wir wegtun mussten, was wir nicht richtig wegwerfen wollten, aber auch nicht brauchen konnten. Und dann haben wir es auf den Speicher unseres Lebens gepackt. Und hier sehen wir, dass ein göttliches Licht von oben kommt und nochmal etwas illuminiert, was hier symbolisch die Harfe ist. Und für mich ist die Harfe vielerlei Symbol. Es ist ja auch ein Symbol für Irland. Aber es ist ein ganz göttliches Instrument. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal wirklich einen hingebungsvollen Harfenspieler oder Spielerin gehört habt. Ich hatte vor einigen Jahren witzigerweise in den Tiroler Alpen das Vergnügen, die Tochter eines Hoteliers beim Harfespielen zuzuhören. Und ich war vollkommen hin und weg, was für schöne Klänge diese junge Frau da der Harfe entlocken konnte. Es war unglaublich gut und ganz viel Liebe und tolle Energie, die da kam. Aber es ist ja, es ist jetzt ein Symbol für ein Talent. Wenn wir hier über die Talente sprechen, das Musizieren oder Harfe spielen oder wie auch immer, es ist natürlich nur ein Symbol für ein Talent. Aber wir sehen, dass es etwas Göttliches ist, dass du erkennst, dass das, was dir als Talent, dein individuelles Talent gegeben wurde, etwas Göttliches ist. Es ist eine göttliche Gabe. Es ist etwas, was andere Menschen verzaubert, bezaubert, motiviert, wie auch immer, glücklich macht, ja, heilt, stärkt. Bewusstsein erweitert, ich weiß es nicht, such dir was aus. Es ist was Göttliches und das sollst du wieder anschauen. Du sollst in deinen Speicher des Lebens gehen und nochmal schauen, wie kann ich meine Talente ausgraben? Ja, was habe ich denn noch? Ja, und mach bitte das Licht an, damit du das auch den Glanz des Ganzen siehst. Ja, und es ist eine göttliche Aufgabe und viele Klänge kommen auch aus dem Universum vom Göttlichen. Also das ist hier auf der Karte sehr gut dargestellt. Aber es geht natürlich um die volle Breite der Talente, die du hast. Ja, es geht um deine verborgenen Talente und die Einhörner sind so klasse. Die gehen noch weiter und sagen, bitte schau dafür auch dein inneres Kind an. Also geh auch nochmal zurück in deine Kindheit und schau nochmal,
Was waren meine Träume, Wünsche, meine Talente in der Kindheit? Ja, was ist eigentlich von Kindheit angelegt gewesen, aber eben durch welche Umstände auch immer auf den Speicher deines Lebens gestellt worden und hat schon Spinnweben, ja? Also da war was in dir drin, was aber sich nie entfalten konnte, wahrscheinlich sogar bis jetzt, aber angeschaut werden muss. Ja, und auch hier der Speicher kann auch dein Unterbewusstsein sein, ja? Manchmal ist das Unterbewusstsein eher im Keller dargestellt. Es ist jetzt hier der Speicher, aber es ist der Abstellbereich, ja, eine Tür, die du öffnen musst, um zu schauen, was ist da noch, ja, was ist da noch, was du verdrängt hast oder verdrängen musstest, weil andere gesagt haben, ach, das ist ja blöd und das kannst du nicht und lern was Vernünftiges und du musst in der Schule gut sein, ja, was auch immer da war. Es geht jetzt kollektiv für ganz, ganz viele darum, wirklich im Rahmen dieser ganzen inneren Kindheilung, die bei vielen schon läuft, die auch emotional eine ganz wichtige Rolle spielt, auch für die Beziehungen, für deinen Selbstwert und Selbstliebe. Das ist das eine. Aber hier geht es jetzt auch darum, was sind deine Talente, deine Wünsche, Träume? Wer willst du eigentlich wirklich sein? Ja, also ein weit gefassteres Thema, wie du das leben kannst und wie du diesen Schatz heben kannst und nach außen bringen kannst, ja. Auch damit es dir gut geht, ja. Und wir haben hier noch dazu kommen wollten auch die Avalon-Karten und wir haben hier die Göttin Rhiannon, die oder Rhiannon, die auf dem weißen Pferd reitet, die auch mit dem Mond assoziiert ist. Und sie sagt: Lasse los und erlebe die Verbindung zu allem Sein. Also sie sagt, wenn du wirklich das, was gerade im Moment vielleicht in deinem Leben auch wirklich nicht mehr funktioniert oder dich nicht mehr erfüllt, dich nicht glücklich macht, dich nicht weiterbringt, irgendwie die Türen zugehen, dann schau nach innen, schau in diesen Raum, ja, der verborgenen Talente, die du hast und lass das Alte los und erlebe durch deine Talente die Verbindung zu allem Sein, ja, dass du wirklich, ja, dass du glücklich bist im Hier und Jetzt und dass du dich lebst, dass du dich ausdrückst, dass du dich traust, dich zu zeigen, ja, was du kannst und was du willst und es wird dir super gut gehen damit, da bin ich sehr sicher. Und haben wir auch noch den Heiligen Gral mal eben, ja. Also schaut mal, diese Strahlkraft von diesem Schatz, diese Goldkelch, ja. Das ist auch die Emotion, das Wasser, was im Kelch ist oder der Saft, das Blut, der Wein. Das ist was Rituelles, ja. Also ein Ritual ist es vielleicht auch, diese Talente zu heben, das im Herzen wieder zu fühlen, was dein innerer Schatz ist, ja. Möge Vergebung dein Schlüssel sein, steht hier. Also ich denke, dass jetzt viele einfach ihre Themen gelöst haben und anfangen können, wirklich diesen Schatz wieder wahrzunehmen, der in ihnen ist, ja, und der sie auch verbindet mit allen anderen, ja, der wirklich eine Verbindung bringt und uns aus auch einer gewissen Isolation in dieser Übergangsphase zwischen 3D, 5D auch ein bisschen rausholt. Ja, es ist auch, kann auch ein Band gestrickt werden wieder mit anderen. Aber eben nur, wenn du wirklich den Weg deiner Talente auch gehst, ja, und konsequent erkennst jetzt auch in dieser Woche, was dein Talent ist. Ja, und es wird dir vielleicht auch zugetragen. Ja, also es kann eine innere Suche sein, es kann aber auch sein, dass es dir von außen auch jetzt offenbart wird, gezeigt wird, auch das ist möglich, ja. In jedem Fall helfen die Einhörner dir dabei. Und es ist interessant, weil die Einhörner damals, als ich auf der Suche war und überhaupt nicht wusste, wie mein zum Beispiel jetzt auch beruflicher Weg weiterging, da wusste ich gar nichts. Und da kamen die Einhörner zu mir und haben mir eben den Mut gegeben, an meine Vision im Herzen, die sehr, sehr klein war, zu glauben. Und die bestand ja nur aus zwei Sätzen. Ich möchte etwas Sinnvolles tun und ich möchte Menschen helfen. Und zu dem Zeitpunkt, das war Anfang 2012, wusste ich nicht, was das sein kann. Und es war nichts naheliegend in der Zeit. Und es war noch bestimmt 7, 8 Monate, bevor ich überhaupt das enge Orakel mal eben so gemacht habe. Ja, also das hat sich dahin entwickelt. Und die Einhörner haben mir sehr dabei geholfen, diesen Weg zu finden und meine Talente konsequent zu leben. Und damit bin ich jeden Tag glücklich. Das ist wirklich so. Dann haben wir hier noch die Sau. Jesus, die Göttin Jesus wird es sein. Möge die Fülle deinen Pfad säumen. Also Schwein hast du auch noch auf deinem Pfad, ja, also Schwein steht ja für Glück, sogar in anderen Kulturen, auch in Peru steht das Schwein für Glück, ist unglaublich. Also
Die Engel wollen sagen, ganz, ganz viele stehen hinter dir in der geistigen Welt. Die werden dafür sorgen, dass du glücklich bist, aber auch Glück hast, ja? Dass die Fülle deinen Pfad säumt. Fülle natürlich in Form von Geld, aber auch erfüllt sein, dass du jeden Tag erfüllt bist, dass dir alles zur Verfügung steht, was du brauchst, ja? Dass du erfüllt bist, unbedingt, ja? Dann haben wir noch die Mondkarten. Also ich fand die Kombination der Karten auch wieder sehr abenteuerlich heute Morgen, aber mein Kopf hat sitzt eh ständig auf der Reservebank, also alles gut. Aber heute kommen die Mondkarten zu dir auch, folge deiner Intuition, die liebe ich auch sehr. Und wir haben den Mond-Neptun-Verbindung. Mond steht auch für das Kind, die Kindheit, ja, auch das Mütterliche, aber auch das Kind, das innere Kind, die Kindheit. Und hier geht es um deine spirituelle Kraft. Neptun ist der spirituelle Planet, der Planet der Spiritualität. Es geht, sie sagen hier Traumkraft, ist ein Aspekt davon, ja. Und diese Karte sagt, ich lebe den Himmel auf Erden aus der Liebe meines Herzens. Und es ist interessant, weil wir in der Seminargruppe auch nochmal darüber gesprochen haben, eben, wie wollen wir leben auf diesem Planeten? Wir hören jeden Tag die schaurigsten Nachrichten, was alles passiert. Zum Teil markerschütternd, was auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, passiert. Wenn du aber dich nur darauf fokussierst, es geht nicht um Verdrängen, aber darum fokussierst, dann lässt du dich reinziehen in diesen Sumpf. Wichtig ist, dass du eine Vision entwirfst, wie du den Himmel auf Erden aus der Liebe deines Herzens leben möchtest. Ja, wie du das tun möchtest und wie dieser Weg aussehen kann und das einfach auch umzusetzen. Ja, wir brauchen auch Leute, die genau die andere Richtung gehen. Ja, und die Engel sagen auch, die Mond-Venus ist hier, also auch die Liebe. Also es dreht sich ja sehr viel hier auch um das Thema Liebe, werdet ihr noch sehen hier in diesem Orakel. Ich gebe mich der Liebe hin. Ja, hier sagt er, ich lebe den Himmel auf Erden aus der Liebe meines Herzens und ich gebe mich dieser Liebe auch hin. Also ich tue es einfach, heißt das. Ich höre auf zu bremsen, ich höre auf, den Verstand einzuschalten. Ich gebe mich der Liebe meines Herzens, meines inneren Wunsches, meiner inneren Talente, die auch Liebe in die Welt bringen, einfach hin. Und das ist hier ein schöner Schlusspunkt. Ich glaube, mehr muss ich da nicht hinzufügen. Also es ist, ihr könnt das sehen Richtung Lebensaufgabe, ihr könnt das auch sehen für welchen Bereich auch immer. Also es ist sehr offen gefasst. Aber es geht darum, dass ihr jetzt eure verborgenen Talente fließen lasst und den inneren Schatz seht, der euch auch versorgen wird, der euch auch in ein erfülltes Leben bringen wird und dass es darum geht, alles aus Liebe zu tun. Und das ist der Unterschied zu nur zu sagen, ich will einen Traumjob haben. Es geht darum, Liebe zu leben in allem, was wir tun. Selbst wenn ich einen Kuchen backe, kann ich den mit Liebe backen. Und ihr kennt alle den Unterschied, wenn ihr eingeladen seid, privat irgendwo oder wenn ihr in ein Restaurant geht und ihr merkt, ihr könnt schmecken am Essen, ob das mit Liebe gekocht wurde oder nicht. Ja? Und so ist es mit allem. Ja? Wenn du deine Liebe reingehst, setzt du etwas in Bewegung. Und das ist das, worum es hier geht auf dem Planeten, dass wir alle da wieder hinkommen. Und wir hatten auch beim Engelorakel des Monats Februar in der Liebe das Thema, dass es darum geht, für Männlein und Weiblein immer tiefer in die Liebe zu Mutter Erde zu finden. Auch das ist es doch, worum es geht. Und es geht um Liebe und nicht um Hass, um Konkurrenzdenken, besser sein. Und es ist auch nicht Teil des spirituellen Weges, sein Ego weiter nach vorne zu bringen. Ja, also was viele auch noch tun. Es geht darum, die Liebe zu leben mit mir selbst und mit anderen. Und das konsequent zu tun. Und auf dem Weg klar und stabil zu sein. Und darum geht es. Kommen wir zu den individuellen Botschaften. Hier haben wir das rosa Glitzerei. Diejenigen, die das rosa Glitzerei gewählt haben, haben bei den Mondkarten die Mond-Mars-Karte gewählt. Das heißt, der Mars ist ja der Planet der Tatkraft. Ja? Er ist aktiv, er handelt, er macht. Ja? Und das heißt, euer Kind möchte jetzt ins Handeln kommen, es möchte jetzt was tun. Bei vielen ist das Kind jetzt geheilt, da sind diese emotionalen Themen, hören immer mehr auf, das wird immer besser. Und es geht jetzt darum, was ist meine verborgene Kraftfälle, woraus ziehe ich auch meine Kraft? Was bringt mich ins Tun? Aus welcher Ambition handle ich? Aus welcher Zielsetzung? Und da kommt, ich mobilisiere meine verborgenen Kraftquellen. Und für viele werden das auch die Talente sein. Das, was euch Kraft gibt und was anderen Kraft geben kann, ist euer Talent, ja? Und es ist verborgen, das ist verdrängt oder weggepackt, ja. Es passt hier, verborgene Talente, verborgene Kraftquellen, gleiche Wortwahl. Also, es geht darum, das aufzugraben und es zu tun, umzusetzen. Dann haben wir den Mond im Steinbock, Zuverlässigkeit, auch die Beständigkeit des Steinbocks, dranbleiben, ja, zäh und unerbittlich das Ziel durchziehen. Kleine Schritte, aber die führen zum Erfolg.
Da braucht ihr jetzt wirklich eine Stabilität im Leben, was ich eben sagte, wirklich das konsequent zu tun und nicht eine Woche total euphorisch irgend so ein Liebesprojekt zu machen und dann wieder in alte Muster zu verfallen oder zu sagen, ach ja, jetzt habe ich gerade nicht mehr so Lust. Sondern, das sage ich jetzt so pauschal, ja, um irgendein Beispiel zu geben, aber bleibt dabei, ja. Ich gehe sicher und stabil meinen einzigartigen Weg. Darum geht es, dass du dich entscheidest, konsequent jetzt deinem Herzen, der Liebe in dir, dem Weg der Liebe, dem Weg des Lichtes, dem Weg deiner lichtvollen Talente zu folgen. Mehr muss man hierzu nicht sagen, zu dem wunderschönen rosafarbenen Ei. Haben wir das weiße Ei für euch? Diejenigen, die das weiße Ei gewählt haben, haben auch eine wunderschöne Botschaft, die ihr jetzt bekommt. Und hier haben wir, schaut euch mal das wunderbare Einhorn an, diese Sanftheit des Blickes. Es ist der Einhornblick. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das Einhorn ist bei euch. Ihr habt einen Geistführer, ein Einhorn, was bei euch ist, was euch jetzt hilft, euren Weg zu gehen. Das zu tun, was ihr immer tun wolltet und es mit den Augen der Tiere auch zu sehen. Und es geht darum, Liebe zu leben, in Liebe zu sein, mit allem, was um euch herum ist. Ja, andere Liebe zu lehren, ja, mit Liebe deine Arbeit zu machen oder dein tägliches Werk. Und hier geht es bei ganz vielen um Tierkommunikation. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil es gibt da draußen eine ganze Menge Lichtarbeiter, die sich sehr, sehr stark für die Tiere engagieren, die die Tiere im Fokus haben, die den Tieren helfen wollen, die das Beste der Tiere wollen für die Tiere. Und auch viele, die mit Tieren kommunizieren können, mit den Tierseelen, die den Tieren helfen können, heilen können, aber eben auch die komplexe Situation, gerade viele Haustiere, aber auch der Nutztiere natürlich erkennen, das auch übersetzen, auch den Haltern der Tiere sagen, was los ist, warum ein Tier krank ist, was das mit ihnen zu tun hat. Eine ganz, ganz wichtige Arbeit, wo man ganz viel Liebe zum Tier und zu den Menschen auch braucht, um diesen Weg auch konstruktiv zu gehen. Und die Einhörner sind bei euch, denn die Einhörner oder die Pferde sind auch Heiler, euch zu helfen, hier das Beste ja, für euch, also eure Erfüllung zu finden in dieser Arbeit. Ja, ich kenne da wirklich eine Menge Leute, die das machen und machen wollen auch. Und eben euch begleiten, dass ihr dahin kommt, wirklich diese Verbindung mit den Tieren als Talent zu erkennen. Es vielleicht auch in anderen zu fördern, ja, das Bewusstsein mit den Tieren und euch das zu gönnen, zu sagen, ich mache das einfach jetzt so. Ja, also sehr, sehr liebevoll, sehr schön. Dann haben wir hier den bronzefarbene Ei. Da kommen die Avalon-Karten und hier haben wir erstmal einen Druiden, der zu euch spricht. Wir sehen hier Druiden in einem heiligen Hain, die offenbar ein Ritual hier abgehalten haben. Und hier kommt der Gott der Natur, der Naturgott Pan könnte das sein. Und hier steht Druide, der Wandel kommt mit der Zeit. Also es geht natürlich vor allen Dingen hier um den Satz, dass alles zu seiner Zeit kommt, immer. Ich habe heute Morgen noch drüber nachgedacht, was in den letzten 2 Jahren in meinem Leben alles passiert ist, dass auch Veränderungen gekommen sind, die sich vor 2 Jahren schon angekündigt haben, wo ich das aber noch nicht deuten konnte, wo es mir auch sehr auf mystische und sehr verschlüsselte Form mitgeteilt wurde, aber ich vertraut habe und alles auch zu mir gekommen ist. Also der Wandel kommt tatsächlich, kommt, klingt ja auch so passiv. Normal sagt man ja, man muss ja immer was tun, man muss ja immer hinrennen irgendwo und immer aktiv sein. Das stimmt auch. Und manchmal kommt der Wandel aber auch einfach zu dir. Er kommt zu dir, wenn du bereit bist. Er kommt zu dir, wenn du sagst, ja, ich bin bereit. Wenn du auch warten kannst, wenn du sagen kannst, es kommt alles zur richtigen Zeit. Dann haben wir hier die keltische Göttin Arianrhod Roth. Und sie sagt, lenke die Fäden deines Schicksals selbst. Also es kommt darum, es geht, glaube ich, so ein bisschen um das Gleichgewicht zwischen akzeptieren, was die geistige Welt dir offenbart und was sie mit dir vorhat und wie sie dich leiten und führen will und wie sie auch mit dir zusammenarbeiten will, mit jedem von uns. Und wie du auch selber natürlich Entscheidungen triffst und sagst, ja, möchte ich, ja, finde ich gut, das ist mein Weg, wo du dir auch klar sein musst, wo willst du hin? Du musst natürlich auch der geistigen Welt sagen, wozu bist du in etwa bereit? Und dann kommt aber auch alles in Gang, so würde ich sagen. Dann haben wir hier Avalons Engel, sei du selbst. Also es geht darum, jetzt den Wandel zu akzeptieren, der zu dir kommt, die Veränderungen, die von außen kommen. Aber auch das Schicksal, was du selber durch deine Entscheidung, deine Wahl, deine Liebe zu deinem Weg und wie du dein Leben optimal leben möchtest, das ist ja eine klare Entscheidung hier auch,
wie du dein Schicksal in die Hand nimmst, zu sagen, so will ich leben, dass du das auch lebst und akzeptierst, dass du du selbst sein möchtest und dass du das jetzt auch verfolgst und da auch die Stabilität des Steinbocks brauchst, das beharrlich dabei zu bleiben. Und das werdet ihr auch tun. Also eine schöne, schöne Nachricht, mal eben so am Morgen. Ich war echt geflasht mal wieder, was für ein anderes Thema wir haben, wie sensibel das hier ist mit dem inneren Kind. Ich weiß, dass ganz viele, gerade in Deutschland auch, ihre Talente als Kind schon abgeben mussten, verdrängen mussten und nicht leben konnten. Und dass es jetzt nochmal eine Möglichkeit gibt, das zu tun. Und ich wünsche euch dafür von Herzen alles Liebe, alles Gute. Schick euch Licht und Liebe aus meinem Herzen, wie jede Woche, und sag bis bald.